Wir haben verloren? Gegen den Hühnermann? Oh, ins Gesicht! Leute, lasst euch nicht von hinten pimmeln. Guck ihn dir an, wie er die Hühner ausscheißt die ganze Zeit. Hör doch mal auf damit. Mach dich tot, Stein. Stein, ich mach dich kaputt. Hey, Kinders! Willkommen zu Folge 2 von Total Accurate Battle Simulator. Ich werde nun eure Vorschläge abarbeiten, eure Pläne, die ihr geschmiedet habt. Also, der erste Plan ist von The Nice Wolf. Und du sagst, in der vordersten Reihe nur Havachas. So, wir können leider gar nicht so viele machen. Wir können 3 Stück machen. Dann mache ich es jetzt so, wie du gesagt hast. In der vordersten Reihe nur Havachas. Schau mal, ob das funktioniert. Los! Oh Gott, das wird's, Leute. Das wird's so krass, oder? Wie du es einfach drauf hast. Aber nein, halt, scheiße, doch nicht. Also du hast es schon drauf, so ist es nicht. Aber es war nicht die optimale Lösung. Herit der Falsche und Torben, ihr habt beide das gleiche vorgeschlagen, und zwar Only Chariots. Weil die hier noch so abgehen, ich habe ja noch nicht das Update geladen. Wir können keinen mehr bauen, los geht's. Here we go. Okay, ich glaube, ja, die machen sich ja gegenseitig down. Wo ist denn der hingeflogen? Okay, scheinbar gewinnen wir hier hart. Aber wer verliert denn hier? Hühner? Was ist denn hier los? Wer kackt denn hier Hühner aus? Da hinten! Wir haben verloren? Gegen den Hühnermann? Okay, nee, nochmal. Lag vielleicht an der Aufstellung, oder? Na. Also der Hühnermann ist ja echt tricky. Der killt sofort bei Kontakt mit dem Huhn. Sind wir down. Aber so, jetzt haben wir alles geschafft. Der Hühnermann ist schon kaputt. Wir können eigentlich nur noch gewinnen. Jungs, was macht ihr denn für eine Scheiße? Guck mal, der eine Waage fährt alleine. Gut. Es sind jetzt noch 3 Gegner. So, die Wegen blockieren sich gegen... Sie haben sie auseinandergerissen. Super. Ja, natürlich. Wie er läuft. Wie er aussah, haben wir im Arm nach hinten gebogen. Also einmal will ich jetzt schon noch mal probieren. Das ist doch... Das sieht doch ziemlich gut aus. Komm, der Hühnermann muss sterben. Gut, der Hühnermann ist ultra down gefahren. Also wenn der nochmal aufsteht... Er steht nochmal auf! Guck ihn dir an, wie er die Hühner ausscheißt die ganze Zeit. Hör doch mal auf damit. Und da kommt unser Wagen... Oh, die Hühner greifen den voll an, ne? Letzter Versuch hier für die Chariots. Du schaffst es. Nicht gegen den Stein fahren. Oh, Mann. Ja! Komm mal, hit me! Du bist ein Hühnermann. Schade, schade. Es hat nicht sollen sein. Profil HD sagt, nur Peasants. Das wird schwierig, denn wir können nicht so viele setzen. Wegen dem Units Limit. Aber ich teste es mal. Mit den lustigen Augen. Wir schauen mal. Vielleicht gewinnen wir das ja irgendwie. Wie sie einfach aufgespießt wurden. Die hier drüben gehen. Oh, guck mal, die Hühner, wie sie... Das ist ja eine richtig krasse Cock-Defense. Ich würde sagen, die Peasants haben wir abgehakt. Ich glaube, die haben keine Chance. Das ist, ja. Und Lazy Lars hat gesagt, ich soll eine CSGO-Waffe nachbauen. Das ist jetzt natürlich nicht so jetzt was Direktes. Also ich mache, tada! Das ist meine CSGO-Waffe. Und zwar, das erkennt man ja hoffentlich direkt, das ist natürlich eine... Ha! Waffe! Los! Oh, Leute. Haltet die Form bei. Nicht jetzt wieder Teamkills machen. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass die sich ja umbringen. Aber guck mal, die Archer. Hey, ich glaube, die Archer machen's. Ah, der Hühnermann. Ich habe den Hühnermann vergessen. Oh, da kommen die Hühner. Guck mal. Oh, shit. Die Hühner vergewaltigen uns einfach zu krass. Ey, wir kriegen es doch hin. Komm schon. Schieß! Oh, ins Gesicht. Voll den Cock, das Chick ins Gesicht bekommen. Mal ohne Flachs, Alter. Ich beflachs euch gerade überhaupt nicht. Und vielleicht jetzt noch so eine Havacha hier hin. Boom. Go! Was macht ihr denn? Havacha, pass auf, was du machst. Ja! Oh, shit. Egal, gut. Die auf der Seite sind gut dezimiert. Der Boxer geht ran und... Ist tot? Mhm, okay. Geht da jemand um den Stein drumherum? Ja, da gehen einfach welche. Guck mal, was sie machen. Guck mal, die haben sich verhakt. Die machen doch wieder Krummebums. Ja, der Hühnermann ist tot. Nee, er lebt noch. Scheiße. Bitte stirb. Guck mal, wie er davonläuft. Nein, ich bin alt. Ich habe Rückenschmerzen. Lasst mich in Ruhe. Wie er den Pfeilen gekonnt ausweicht. Jawohl, er ist tot. Ja! Ich wusste es, die Archer, die Sims. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Ihr könnt aber gerne wieder Vorschläge bringen. Wir sind jetzt bei Level 11. Wir schauen uns das Level 11 erstmal an. Um das zu schaffen, machen wir unsere coole Aufstellung hier. So, der Boxer natürlich. Der darf nicht fehlen. Go! Oh, im Eis. Im Eislevel. Okay. Guck mal, was ist mit ihm? Er steht wieder auf. Ja, klar. Shit, die haben Schilde. Wir haben noch einen Archer. Der hat gerade wohl einen Schlaganfall. Oh. Gut, Archer waren jetzt keine so gute Idee für diese Geschichte. Aber wir haben noch die Ballista. Verstehst du? So. Diese Position ist mit die wichtigste im gesamten... Bam! Was? Nur so wenig getroffen? Oh, ja. Ihr schließt euch doch schon wieder gegenseitig ab. Das sehe ich doch kommen. Guck mal, die zwei Archer. Da bringt der einfach unseren Archer um. Ich glaube, die sind irgendwie querschnittsgelähmt, die Archer. Die können gar nichts mehr machen. Oh, Scheiße! Du
erzählst gerade Lügenmärchen. Das steht ja noch. Ich habe seinen Arm ersetzt. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Der wurde getroffen von dem Teil hier und hat es überlebt. Flunker noch mehr. Ja, das darf jetzt nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Das ist doch scheiße. Guck mal, wie die das Ding hochheben. Er da unten, das ist so ein richtig starker. Guck mal. Wir sind gegen Pelz. Die Vereinigung der blauen Männer. Wir heben an, was angehoben werden muss. Willkommen zu meinem Programm der Blue Man Group. Jawohl, was für eine Teamarbeit. Sie schießen sich nicht gegenseitig ab. Gegen welche Dämonen versucht er hier anzukämpfen? Und er macht einfach ein Schläfchen auf dem Schlachtfeld. Er hat sich perfekt hingelegt. Wenn man Skyrim spielt, sieht man so manchmal irgendwelche Leute pennen an ihrem Schild. So stirbt man. Oder so. Oder auch so. Aber doch nicht den chillenden Kerl machen. Es hat doch alles keinen Sinn. 1, 2, 3, 4 Katapulte. Ich will alles sehen, meine Herren. Fire. Ba, 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 ba. Dieses Katapult, das ist wieder Manfred, der meint, dass er so extrem produktiv ist. Guck mal, wie er arbeitet. Ich weiß es genau, wenn ich mich nur hart genug ausstrengen, dann kann ich ja einiges reißen in der Position. Vielleicht werde ich befördert zum Toten. Gut ist. Ja, er ist tot. Und er jubelt. Ja, vielleicht sterben wir heute alle noch. Passt zu mir, ich bin frei. Hallo, hier, ich bin frei. Leute, ich hab's im Urin, dass die Musketen, dass die es wieder sind. Dam, 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 Herr der Ringe fight. Keiner kann irgendwas gegen uns machen, denn wir sind Schildmänner. Oh, sieht gut aus, oder? Sieht gerade gut aus? Ich kann es nicht erkennen, ob es gut aussieht. Leute, lasst euch nicht von hinten pimmeln. Okay, komm, ihr zwei macht den down. Los, 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 los. Wie sie ihn um Meter verfehlen. Kommt, kümmert euch jetzt doch. Macht doch jetzt mal. Ja, stirb, Bitch. Okay, der nächste, komm. Oh, oh, das war Team. Team-Attack vom Feinsten. Komm schon, da kommt er von hinten angesneakt. Guck mal, der Blaue weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Victory! Das war schon wirklich hervorragend mit diesen Farmern, Schildmännern. Ach, super. Schon mal ein Team-Attack. Noch ein weiterer Team-Attack. 800 Team-Attacks. Was war das? Hat er jetzt mit Absicht 8 Kilometer daneben geschossen, dass wir jetzt verrecken? Wenn nichts klappt, ist die Chariot-Taktik immer die beste. Bam, bam, bam. Bam, badam, bam, badam. Blackberry, Rambadam. Oh, Blackberry. Auf, ihr müsst nur noch diese Archer killen. Die sind euch wirklich... Er dreht vor den Archern um. Okay. Die sind wichtig, die Archer. Jetzt. Ja, er hat alle mit einem einzigen Hit umgemacht. Oh, er ist der Letzte. Er ist der Letzte. Er kann sich auch schnell selbst ausschalten. Gerade wenn sie am Stein stehen. Oh nein, jetzt duckt er auch noch. Super. Jetzt werden wir sterben. Schildi ist voran. Ba, 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 ba. Hier vorne sind alle down. Wow, der frisst ordentlich. Ach, Double Kill auch noch. So, so. Finde ich wirklich schweinig. Bam. Ja. Kommt, kommt, kommt. Der da. Super. Der eine. Der sie zu Knechten knechtet. Schau doch mal. Also ich glaube, den kriegt er. Oh. Da hat er sich in seinen Tod manövriert. Ja, die haben sich gegenseitig... Wir haben noch einen. Da kommt noch einer aus der Versenkung gekrochen. Das könnten sie doch schaffen. Und wir im Kopf wackeln. Oh, nee. Ja. Also die Schildi-Taktik ist schon gut. Oh, super gesetzt. Glasklar. Katapult-Action hier, oder? Feuer. Jawoll. Jawohl! Hey, die Archer schießen die Katapulte kaputt. Oh Mann, die treffen doch ausschließlich unsere Katapulte. Hört darauf zu schießen. Ja! Die drei Katapulte mit dem Konterbass saßen auf der Straße und katapultierten etwas. War es ein Fernseher? Nein, das war eine Couch. Könnt ihr es hören? Dann treffen sie euch auch. War das jetzt ein gutes Pem oder war das ein schlechtes Pem? Mittel. Scheiße, die machen so krass Damage an der... Oh, er hat noch einmal nach oben geschossen. Trifft er damit vielleicht ein? Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Nein. Ein Chariot und zwei Katapulte. Ich hoffe, die treffen jetzt nicht unseren berittenen Homongulus. Aber der ist ja so schnell unterwegs, dass er von der verschissenen Map fällt. Oh, aber sie haben hier komplett die Orientierung verloren anscheinend, weil sie erstmal dem Chariot hinterhergerannt sind. Unsere Katapulte sind nach wie vor noch voll und ganz da, aber das ist natürlich hilfreich, was er macht. Ne? Ja, endlich setzt er sich in Bewegung und fängt mal... Guck mal, es sind nur noch zwei, bitte! Streng dich doch da hinten mal ein bisschen an. Kill ihn jetzt einfach. Jawohl, und der letzte noch. Ziel, gerade! Ja! Mach dich tot, Stein. Stein, ich mach dich kaputt. Das ist los. Er trifft ihn einfach nicht. Nein. Schweinerei ist das. Das ist eine große Schweinerei. Level 15. Im Moment stecken wir da. Sagt mal an, wie wir das machen sollen. Wenn ihr wollt, dass so eine Hawatscha morgen vorher im Haus steht und ihr sie selbst bedienen dürft, gebt einen Daumen nach oben. Und in meinem Merch-Shop gibt es im Moment 15% Rabatt. Den Rabattcode schreibe ich euch hier auch nochmal in die Videobeschreibung. Wenn ihr am Einkaufen seid, könnt ihr einfach diesen Rabattcode einfügen und bekommt dann 15% Rabatt. Na, nice, dude.